Hallo, ich bin Friedemann Hinschel von der Firma Dörr. Um den typischen ringförmigen Reflex ins Auge des Modells zu bekommen, ist ein klassisches Ringlicht zu klein. Das ist mehr für Makrofotografie geeignet. Ein Studio-Ringblitz ist sehr teuer und auch unflexibel. Mit 45 cm Durchmesser ist der Dörr Iris Blitzreflektor super in der Handhabung und mobil und zaubert dem Modell den gewünschten ringförmigen Reflex ins Auge. Am besten eignen sich normal und leichte Teleobjektive. Bezogen auf Vollformat bedeutet das etwa 50 bis 85 mm Brennweite. Der Blitzreflektor sollte manuell auf 85 mm gestellt werden. Wer TTL-Blitzautomatik verwendet, sollte für bestmögliche Bildergebnisse um plus 1,5 Lichtwerte nach oben korrigieren. Der Dörr Iris Blitzreflektor wird in einer Schutzhülle geliefert. Der Aufbau ist sehr einfach. Ausklappen und dann die Magnetstäbe zusammenfügen. So, jetzt ist der Reflektor einsatzbereit. Der Reflektor besitzt hier eine Öffnung, wo das Objektiv durchkommt. Und an der Oberseite die Öffnung für den Blitz. Der Gummizug hält das Objektiv fest und kann hier nochmal festgezurrt werden. Der Blitzreflektor kommt hier in die Öffnung und wird mit dem Klettband festgezogen. So, jetzt ist alles fest und hält. Wenn der Blitz von der Kamera entfesselt wird, kann der Iris Blitzreflektor wie eine Softbox verwendet werden. Durch die große Leuchtfläche gibt es ein sehr schönes weiches Licht. Genauso einfach wie der Aufbau ist das Zusammenfalten und Einpacken vom Iris Blitzreflektor. Dazu klappe ich einfach die Magnetstangen wieder zusammen. Weiteres Fotozubehör finden Sie auf www.dörrfoto.de. Auf Wiedersehen!